Leichte Spannung in der Luft. Lasst euch nicht von unserem Lächeln täuschen, aber hier sitzen Erzfeinde. Vier Stück an der Zahl. Ja. Scheiße, kein Jobo und Gunnar vorbei! Ah! Ja! Sei doch einfach gut, dann ist es egal. Mann! Lass doch Gunnar, das Spiel gepickt, weil er seine abfacken will. Das ist einfach nur Arschball! Das ist nicht einfach alles, das ist Fertenmashing! Popel, Scheißhausen, Wichsanal! Immer gegen Gregor gehen am Anfang, der ist viel zu gut. Ihr seid solche Hurenkinder. Oh, fuck, Ficky, Mann. Ja, jetzt müssen Sie echt aufpassen, Gregor. Alle gegen Gregor, oh, oh. Ich liebe dich. Dein Leben ist plötzlich immer zweimal. Und auch, ich spüre dich, Gregor, ich spüre dich. Intensivfuß, nach innen, nach innen. Intensivfuß! In welche Ecke? Warum redest du mit mir? Fick dich da, du Reunige! Fick Kacke! Ja! Oh. Mr. Heizungsboy! Captain Klomann. Ja, der Klempner ist da, Jungs! Ey, das gibt's nicht. Wie viel Energie hast du denn, du Spango? Diese Krone gehört auch ein wenig euch. Herzlich willkommen zu Beef Junior, der neuen Staffel mit mir, dem König und den Untertanen. Wie ist es euch ergangen in den 3 Jahren? Geht das noch gestellter, Gunnar? Sag mal natürlich, sag mal locker. Mach dich mal locker. Nein, geht mal bei dir. Mach dich mal locker. Wie ist es euch ergangen? Uns geht's super, aber entspann dich, Gunnar. In den letzten 3 Jahren? Nimm mal den Stock raus. Ich bin der König, man redet so als König. Wirklich? Ich hab die letzten 3 Jahre gemacht. Oh Gott, das erklärt einiges. Grant, wo ist Colin? Ja, Colin hatte irgendwie nach der letzten Runde keinen Bock. Ich habe keine Ahnung, warum. Ja, das ist der König. Ja, ich habe es mir ein bisschen angeguckt. Ich kann das nachvollziehen. Deswegen ist mir Gunnar hier auch der unsympathischste in der Runde. Danke. Aber ja, ich habe mich bereit erklärt, für Colin einzuspringen. Gut, wir spielen 8 Spiele, also 8 Folgen Beef Junior. Und es gibt Joker natürlich, wie immer. Ich verteile die mal. Allerdings sieht es mit den Jokern dieses Mal ein bisschen anders aus und das erklärt uns mal Gregor. Wir kriegen wieder Joker, wie wir es beim letzten Mal hatten. Allerdings gibt es eine kleine Regeländerung. Die Joker an sich bedeuten wieder das Gleiche. Jeder von uns hat einen und kann ihn einmal im Laufe des gesamten Beefs einsetzen. Und das würde bedeuten, sofern man gewinnt und den Joker eingesetzt hat, kriegt man 6 statt der 3 Punkte, die es normalerweise für einen Sieg geben würde. Allerdings wird man nicht Erster, kriegt man automatisch 0 Punkte. Also muss man sich des Risikos bewusst sein. Die Änderung ist jetzt, dass man sich entscheiden kann, ob die anderen wissen, dass man diesen Joker eingesetzt hat oder nicht pro Runde. Was natürlich auch an der Taktik nochmal ein bisschen was ändern kann. Für mich natürlich ein bisschen blöd, weil wir dann nicht alle gegen Gregor so gut spielen können, wenn er den Joker gewinnt. Also ganz im Ernst. Die Learnings hat man doch mitgenommen. Ne? Nicht einfach deiner Ägide folgen, einfach mal selbst spielen. Für sich selbst einstehen und nicht nur auf einen draufhauen die ganze Zeit. Das ist gut. Könnt ihr euch eure Joker auch noch nehmen? Da hinten, Dennis? Da sind sie. Reichen Sie mir mal rüber. Ja, Pick-and-Bun-Phase haben wir schon aufgenommen. Das heißt, wir wissen schon, welche Spiele gespielt werden, nur noch nicht die Reihenfolge. Und wir gucken jetzt mal, welches das erste Spiel ist, oder? Seid ihr bereit? Ja. Gut. Wow. Das sah schon gut aus. Wow, ich glaube, das wird sehr sehenswert. Ja. Chatnotes. Staffel 2 von Beef Junior geht mit einem Knall los. In Treadnoughts lenken unsere 4 Beef Boys bunte Panzer durch Arenen und ballern, was das Zeug hält. Alle 4 Panzer starten mit einem Schild. Kassiert ein Spieler also 2 Kugeln, fliegt er raus. Neben gegnerischen Geschossen gilt es auch auf Hindernisse zu achten. Eine Runde ist gewonnen, wenn alle Gegner abgeschossen wurden. Wer zuerst 9 Runden für sich entscheiden kann, gewinnt Spiel 1 und 3 Punkte. Der zweite erhält 2 Punkte, der dritte 1 Zähler und der Verlierer geht schließlich leer aus. Ja, Treadnoughts, das kleine mit den süßen Panzern des Spiels, fand ich eigentlich eine tolle Wahl. Ich habe es mir sogar extra, hier kann man gucken, hier bei PayPal,
Mein PayPal-Handy habe ich mir gestern noch gekauft, um es heute zu spielen und zu üben. Aber jetzt leider das erste Spiel, kam ich nicht so richtig zu. Ich habe das Tutorial tatsächlich noch gespielt. Irgendwie traue ich Gunnar nicht über den Weg, wenn er sagt, oh, er hat es gekauft, aber bisher noch nicht gespielt. Wir kennen ja seine Tricks und seine Psychospielchen. Ich gehe davon aus, dass gestern Nacht Gregor alle Spiele gespielt hat. Und ich glaube, Trant hat das nicht geübt. Ich habe kurz reingeschaut, aber ich habe die Steuerung nicht begriffen. Ich raste sofort aus. Also ich könnte sofort Karate machen, weil die Steuerung ist echt komplex. Du kannst da ja auch an der Decke langfahren und dann spiegelverkehrt sich die Steuerung. Ich peil's nicht, krieg einen Knoten im Gehirn und es wird Glück sein, wenn ich gewinne, sage ich jetzt ganz ehrlich. Ja, ich glaube, wenn das erste Spiel dann wirklich gestartet wird, ist da auch Feuer drin. Im Moment sind alle noch so ruhig und schnuppern sich so ein bisschen. Also ich habe Bohnen vorhin gegessen, um den Raum mal richtig einzuheizen. Da ich glaube, keine Fenster offen sind, wir da 4 Stunden verbringen werden und ca. 20 Lampen sind, ist das da aufgrund der ganz normalen Temperatur ziemlich heiß oben. Nicht aufgrund der Mitspieler, die werden irgendwann eingehen. Den Joker, den werde ich nicht ziehen. Bei Treadnoughts. Ich habe mir schon überlegt, wo man den Joker ziehen kann und Treadnoughts ist noch nicht das Spiel der Wahl. Hier setze ich jetzt keinen Joker, das ist mir zu riskant. Ich hätte ihn gewählt, wäre es nicht das erste Spiel. So ist es ein bisschen schade. Muss ich mal gucken, ob ich den am Ende überhaupt ziehe. Aber es wäre blöd um diese witzige Karte. Ne? Joker ziehen, dann muss ich ja wahrscheinlich eins nehmen, wo ich richtig gut bin. Mal gucken. Nee, dieses nicht. Nee, auf keinen Fall jetzt den Joker ziehen mit dem Panzerding. Ich hoffe da überhaupt. Nee. Eventuell kann man hier schon mal so einen guten Punktevorsprung sich holen. Durch das Glück, das einem heult ist. Und ich hoffe darauf, dass das Glück mir heute heult ist. Hast du es selber ein bisschen gespielt? Nicht ansatzweise. Erstes Spiel: Treadnoughts. Wollen wir noch ganz schnell die Farben einmal durchgehen? Ich bin grün. Ich bin gelb. Ich bin blau. Ich bin rot. Ja, los geht's, oder? Ah, ich bin jetzt ja nicht mehr rot. Fuck, beim Üben war ich rot. Ja, dachtest du gerade, wie krass du am Anfang bist. Ja! Ah, fuck. Ist aber ein komischer Level auch. Was macht der scheiß Ballon da? Oh, du hast mich einfach kaputt gemacht. Was ist denn der Ballon? Ich hab dich einfach getötet. Aber mit einem Mal, ich hatte noch Schild. Ja, vielleicht bist du auf ihn aufgesprungen oder so, ne? Ja, ist er, aber ich hatte noch Schild eigentlich. Ich hatte ja auch jetzt. Beim Probieren hatte ich auch mal ein Schild, da war ich trotzdem tot. Mit einem? Das finde ich aber frech. Das ist was der Wind ist jetzt, so ein Ballon da überhaupt? Die Dinger nicht nach Babu! Arschloch, du. Kacke, Dennis führt, okay. Yeah. Oh Gott. Das war halt dumm. Oh nee. Nee! Achso, ich bin gar nicht. Ich gucke mal auf den falschen Grad. Boah, wer ballert so viel? Ah! Nein! Ich bin wieder tot. Ja, Assis, ey. Wieso könnten ihr das so gut schon? Gar keiner was. Das ist ein Entertainment-Format hier. Wieso ist Dennis eigentlich rot? Du bist rot, ne? Nein. Doch ist er. Fickt euch doch mal gegenseitig da oben. Da ist so ein scheiß Ballon. Ich hab kein. Kann ich den abschießen? Mann! Oh, den kann ich echt. Pass auf, der Ballon ist mein Freund. Ach ja? Oh nein, ey! Dennis, fuck! Kack, Dennis führt! Der hat schon 2 Punkte! Ja, stell alle auf Dennis! Ey, ja. Oh, scheiße. Was ein hässlicher Typ auch. Ich hab noch gar keinen Punkt. Ja, auch nicht. Jetzt aber. Der Dennis, der macht sich ja die ganze Zeit einfach nur! Die ganze Zeit macht er die Kacke! Was soll denn der Scheiß, ey? Warum regnet es eigentlich die ganze Zeit? Nein, ich packe da rein! Scheiße, es geht schon super los. Oh, fuck. Wir müssen mal auf Dennis gehen jetzt. Was ist denn das für eine Kacke? Scheiße, Penner.
Ja, so nehme ich. Wer war das von euch cool? Das war ich. Genau. War geil. Hauptsache Dennis kriegt keinen Punkt. Leute, das ist das Wichtigste. Diese scheiß spiegelverkehrte Steuerung. Yes! Dieser See habe ich gar nicht gesehen, dass da so ein See ist, ey. Starr mich nicht an mit deinem Eisblick. Nein, komm rein! Puh, okay, jetzt hätten wir echt kicken sollen, das Scheißspiel. Ja. Shit, yes! Nein. Du bist zu 9, wirklich? Ich bin jetzt schon nervig am Ende. Stirb doch! Oh nein! Geiler Fuck! Oh! Wipe mich selber ab! Sorry, ich brauch keinen Spawn-Glück hier. Wo kommt. Die waren gar nicht im Training, all diese komischen Level. Und dieser Regen. Ich gehe jetzt woanders hin. Das ist so Windvorteil, der drin ist. Was? Ja! Ey. Lol. Ey, oh, wie traurig. Scheiß Leute, ihr könnt heute nicht viel Leben raus. War das Dennis noch, oder nicht? War das nicht Dennis? Ich bin gleich am Ende. Ich hab mich selbst gestrahlt. Dran hat sich geplatscht hier. Oh, geil, ey. Nicht zu fassen. Ich hab einfach nichts gemacht. Nee, du schießt mich nicht ab, Kollege. Ich schieß dich nämlich ab. Wo kommen denn diese Level her? Ah, oh, hab schon wieder mich selbst. Ich hab wieder nichts gemacht. Die Level sind aber echt für den Arsch gerade, ey. Was soll das denn? Die komischen Pimmel-Level da. Jemand hat am Anfang einen anderen Modus gewählt. Als vorher. Nee, nicht auf mich schießen. Nicht auf mich schießen! Oh, was hab ich denn Geiles gemacht? Wieso bin ich denn schon dort? Ich werde einfach hier die ganze Zeit rumfahren. Und dann schießt. Nein, schade. Na? Ah! Gabe, ey, was traust du dich so dicht an da? Scheiß drauf, ey. Wenn ich mag, den. Oh, der war nicht schlecht. Der war da. War das gut, ne? Richtig. Ja. Alter, echt gut. Geile, voll die geile Trackdog-Spieler. Ich mach's nochmal. Alter, ah! Alter, was macht ihr da? Gut, du Fucker, geh weg. Boah! Hier, pass auf! Wir beeindrucken die Gunnar! Puff! Oh, jetzt krieg ich einen Kugelhagel! Jetzt macht hin, ey! Boah! Entschuldigung! Geh weg, geh weg! Ich fall! Falsche Richtung! Wow! Point bounce! Bitte hör auf zu bouncen! Oh! Oh, Gunnar, ey! Oh! Ist langsam kommt man rein, ne? Oh Gott, das ja, genau. Ist ein Teile! Das ist alles viel zu anstrengend! Ja, ich bin tot. Gunnar, oh, wer war der grüne Hurensohn? Ja, der ist schon tot. Der grüne Hurensohn. Lalalalala. Wow! Boah, wie kannst du denn so schnell schießen? Ich mach so. Das ist doch Quatsch! Ah! Wer war das? Wer war das? Ist das so? Gelb! Ah, nein! Ich bin einfach ein geiler Typ. Das ist das. Okay, wahrscheinlich nicht da reinfahren, oder? Oh Gott! Herr Gott! Die Energieball! Boah! Oh. Hä? Trans, ey. Du machst hier überhaupt nichts. Schnauze. Du machst hier gar nichts. In dem Scheißspiel. Ich mach die Dinger gleich kaputt, wirklich. Ich hasse euch. Ich hab doch ganz eindeutig der Geilste eben gewesen. Deutsch. Nee. Fick dich, Mann! Wieso hast du denn mein Schild verloren? Du Roter, wer ist das überhaupt? Da kann man doch... Nein!
du meinen Krapfen-Move? Boah, ich hab dich aber noch erwischt. Hast du das gesehen? Ja, ich bin eigentlich auch... Wieso? Das Spiel ist gebuggt. Verbuggt. Was war denn das für ein scheiß Ball, ey? Das war mein Turbo-Drehball. Ich hab richtig so Sodbrennen jetzt schon, weil mich so aufregt. Weil ich mich so aufregt. Oh nein, ich bin tot. Du warst tot. Ey, ohne Scheiß, ich knall's gleich. Ich knall's gleich. Ist grün überhaupt? Gunnar, ne? Ja. Was ist das denn für ein Turboballer-Schuss gewesen, ey? Boah, der war gut. Oh nein! Alter, gut. Wie? Warum? Wieso? Wie viel? Ey, ohne Scheiß, hier kriegt man's. Ey, dieser... Das geht doch nicht. Das geht so. Das ist doch absoluter Quatsch. Das geht doch gar nicht. Das ist das schlimmste Spiel, was ich jemals gespielt habe. Ja, genau! Wieso schießt der? Oh, über. Uff. Oh, fuck. Oh, so. Yes! Yes! Kack, Gregor. Weiter! Mir ging es so gut beim NDR. Nichts gemacht. Musste ich nicht spielen, hier so eine Scheiße. Nicht diese Kackpanzer! Ey. Der scheiß Dennis da oben immer. Ey, wo ich die Scheiße, ich kicke alles gar nicht mehr sagen soll. Ich werde gleich irre. Ich will das in den Fernseher werfen. Komm, Gregor, du schaffst das. Ich glaube, der kann viel schneller schießen, ey, als das. Ich will es auch nicht mal sagen, das war ein guter Schuss, aber ich... Das ist zum Kotzen, ey, wirklich. So ein Dreck, ey. Das ist ein purer Dreck. Ich da unten. Du dumm Dennis. Ja, da baller ich ihn einfach ab. Ey! Du kannst das unbefallen. Ey, Mann, ohne Scheiß. Oh, Energieball! Nein! Du Kackball! Alter, check dir den. Boah, da kommt das Ding, ey! Der hat mich getötet. Der ist gelb eingefärbt, das heißt, das ist jetzt Gregors Drohne. Ja. Kann man die steuern? Nee. Oh Gott. Oh oh. Oh, geh doch in die Mitte. Geh doch in die. Geh lieber hoch. Denn es ist eine viel bessere Position da oben. Gregor, du hast noch einen Schuss mehr. Ja, fahr da hoch, geil. Ah! Ey, das ist so ein Schuss. Yes! Oh! Yes! Ja! Krass. Dieses scheiß fliegende Anus da! Ja, krass. Yes! Oh, scheiße. Oh Gott. Was macht denn der scheiß Ballon da? Todesballon. Oh. Ey, ohne Scheiß. Ah, der Ballon kommt! Ist doch ein Todesballon, oder? Der sieht so tödlich aus. Oh, fuck. Ah, nein! Fuck! Scheiß Dennis da oben wieder. Guck ihn dir an, da campt die ganze Zeit da oben. Komm da runter. Komm doch runter, Dennis, wenn du dich traust. Hast du gerade die Meme gemacht mit dem Ameisenbär? Okay. Puff! Oh. Nur weil es regnet, musst du dich da nicht unterstellen, Gunnar, das weißt du, ne? Es regnet doch durch, ne? Es regnet doch durch, genau! Puff! Oh, der Gunnar! Ah, schieß auf! Schieß auf! Holy shit! Schieß auf! Gunnar! Krass! Okay,
kurz das wieder, war mega krass. Kurz mal wieder beruhigen. Hoffe, mach ich mal Alter, was an. Macht ihr denn da? Okay, bist du wieder bereit, Gunni? Ja, ich mach's nochmal. Okay. Oh. Doopsie, do it again. Oh. Mixer. Dieser, du Pissgerät! Ich hab gedrückt! Ey, der hat nicht mal sein Schild verloren. Ich hasse Dennis jetzt am meisten. Dreh dich um, du. Ja, jetzt doof, ne? Bist du nämlich da unten? Fuck, 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 fuck! Nein! 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 Ah, Panzerfahrt ist toll. Ich krieg die Krise, ey. Ich krieg die Krise. Ich kann nicht mehr. Boah, ist aber auch hart. Ja, schalte. Mach wieder Baby Junior mit. Hat doch letztes Mal so viel Spaß gemacht. Ich kann Colin gut verstehen. Yes! Oh, der yes! Der Schrimp hatte ich gekriegt. 1-0 für Schrimp. Fuck. Ich habe so gut geführt eben die ganze Zeit. Ey. Fuck. Die letzten 8 Runden nicht einmal gewonnen. Kacke. Ja, Dennis, blöd, ne? Fuck you, grüner Gunnar. Fuck. Diese Scheiße! Mach ihn platt! Boah! Feiges Arschloch, Gregor. Echt, ne? Ja, Gregor, ich komm doch gleich da raus, wenn du das nicht die ganze Zeit machst. Boah, krasser Move. Das kann auch nur Gunnar, dieses Rum. Yes! Yes! Bewegen ist gefährlich. Ich schwitze Todes. Ah! Ja genau, da war gar nichts, da war gar nichts. Was war denn da? Oh nein! Ey, unscheiß, das ist einfach nur Beschiss. Oh, oh Dennis, noch ein. Mach's jetzt zu Ende, den Müll! Scheiß Dennis, dieses Kerl. Ja, ja, ja! Gibt mit mir gespielt. Ich steh mich gerne um die Ecke. Oh Gott, muss der. Geh weg, geh weg! Geh weg, Dennis! Tschüss, Kuni. Boah! Ja, das auch. Yes! Yes! Fuck yeah! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Oh, jetzt bist Gunnar gegen Dennis, oder was? Oh, Gunnar macht wenigstens was. Oh, 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 oh. 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 Ugh.
Alter, was passiert jetzt? Ich habe keinen Bock mehr zu reden und ich habe auch keinen Bock mehr zu zocken. Also ich bin mir sicher, dass im direkten Duell ich Gunnar öfters abgeschossen habe, oder? Das ist doch egal. Aber was, jetzt haben wir ja zwei dritte Plätze. Ich möchte nicht noch, ich möchte dieses Spiel nicht noch mehr spielen. Okay, ja, Dennis hat diese Runde gewonnen. Haben wir ja alle gerade gesehen. Toll gemacht, Dennis. Es war leider ein Stechen um Platz 2 jetzt. Das heißt, Gregor und ich müssen dieses Spiel nochmal spielen. Wir spielen. Ich fand, wir haben das gut gemacht. Wir haben das ganz gut gemacht. Und wir gönnen uns den Sieg jetzt einfach mal. Und wir spielen jetzt 5 Runden, also 5 Siege um den Sieg. Genau, wer als erster 5 hat. Okay, 3, 2, 1, go. Was? Wie? Warum? Von den Stacheln, glaube ich. Welche Stacheln? Sind das Stacheln da? Ich glaube, das waren Stacheln. Okay. Keine Ahnung. Warum ich wüsste sonst nicht, warum du gestorben bist. Ich wüsste es auch nicht. Wir sind richtig lieb, Gregor. Ja. Richtig liebe Runde wird das jetzt. Ganz entspannt. Unter Freunden. Entspannt. Fuck! War nicht auch irgendwas mit drauf? Oh Gott. Ich glaube, der Schuss kam zu genug. Ach, fuck, ey. Oh, die ditcht da geil rüber übers Wasser. Hast du gesehen? Wie, echt? Ja. Aber nicht, ey. Ich will es einmal noch zeigen, aber gut. Gregor schießt die ganze Zeit. Dann komme ich jetzt zu ihm und hau ihm aufs Maul. Ah ja, okay. Glaubst du, da gehe ich jetzt hin? Und da bist du gut aufgehoben. Boah, Alter, der Gunnar mit seinen Moves. Wo hat er die her? Wieso bin ich auf der anderen Seite auf einmal? Voll am Abspringen. Gut, das, ne? Macht keiner außer Gunnar immer, dieses Rumgespringe. Ich war aktiv. Wie als Kind immer. Oha. Oh, der ist... Oh. Da würde ich nicht lang. Kriege gute Position da oben. Deswegen Gunnar nicht hochkommen. Gunnar im Wasser, schießt sich gleich selber ab. Was machst du da, Gunn? Hey, guck mal, ich wollte es dir einmal zeigen hier mit dem... Geil, ne? Oh, okay. Boah, wie schnell der reagieren kann. Gut, ne? Fuck, 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 fuck! Der Gregor jetzt auf dem Rückzug. Dass die Kamera da rangeht jetzt am Ende. Das ist ganz cool. Außerdem ist Gunnar ein U-Boot. Vielleicht hat er Vorteile, wenn er im Wasser ist, ne? Ein U-Panzer. Oh, fuck. Yes! Shit. Alter, ey. 2-2-2. Alter! Wow! Uiuiui. Guter Schuss, Bro. Oh. Boah, der hätte dich gekriegt, Gregor. Den hast du wirklich krass abgewehrt. Aber nützlich. Ja, ja. Einen noch. Hast du das gemerkt? Den hast du dir gerade selber mega das Leben gerettet. Mhm. Gunnar direkt Speedy Gonzales da um die Mühle rum. Und Shay jetzt schon wieder an der Decke und wieder unten. Man weiß gar nicht, wo er ist. Überall gleichzeitig. Boah, schnell weg. Oh, mit Ansage. Ja, ich drehe mal die Mühle eben, damit Gregor zu mir kam. Ja, oh! Schade! Wow, gefährlich! Nein! Zum Kotzen. Zum Kotzen. So ein Shit, ey. Ihr seid echt zwei riesen Arschlöcher, ey. Was ist das denn? Warum? Wirst du mit mir? Bin ich jetzt keins? Doch, du auch. Nein. Ja, das war's. So 5? Machen wir die Punktevergabe, was? Willst du das machen? Du hast ja gewonnen.
Ich soll mir selber die Punkte geben? Ja, macht man das so? Okay, dann reiche man mir den Pokal, damit ich ihn mir übergeben kann. Ne, ne, malsta, kadalveno. Ne, den alle Mäler, apo pisho kemeta, kala. War falsch verbunden. Also am Anfang habe ich gedacht, okay, mit so süßen Panzern und so, da kam auch nicht so viel Stimmung auf, aber dann nach dem ersten Abschuss ging das einfach so ab und bei jedem kochten die Emotionen hoch. Das war schon furchtbar. Kein Punkt. Was war denn da los? Weiß ich nicht, weil die nicht gestorben sind, wenn ich getroffen habe. Weil Gunnar mit seinem blöden Rumgehüpfe angefangen hat, weil Dennis immer so oben an der Decke geklebt hat. Das war einfach unfaire Scheiße. Ich habe noch nie dran so sauer gesehen. Der war ja richtig angepisst und sauer. Was soll ich denn jetzt sagen, echt? Holy shit, ich glaube, wir haben uns keinen Gefallen getan damit, dass wir Trant nicht einen Punkt haben holen lassen. Weil, ich hatte es ja erzählt, ne? Also alle Jubeljahre, wenn mal hier die bestimmten Sternen, Konstellationen da sind, da kommt der krasse Trant raus. Und was wir gemacht haben, ist nur noch so Öl ins Feuer gießen. Da blodert es unter dem Hut jetzt. Er hat keinen Punkt geholt, er ist innerlich am Platz und wir haben noch nicht mal das zweite Spiel angefangen. Ja, war auch dumm. Steuerung war auch dumm. Ja, die Steuerung, die war natürlich sehr kompliziert so, denn wenn man an der Decke geklebt hat, dann war die Spiegel... Das habe ich am Anfang alles schon gesagt. Hier weg. Trans Rage Peak, das ist noch lange nicht, das ist gerade die Anfahrt von Trans Rage. Wenn sich langsam die Farbe von Trant verändert und dann die Lautstärke, man hört so diese Höllengeräusche langsam aus seinem Rachen kommen, das ist Trans Rage Peak und der steht uns noch bevor. Ey, ich habe ja am Anfang schon gesagt, dass Dennis irgendwie die besten Chancen hat, weil er in dieser zweiminütigen Training-Session irgendwie schon... Ach, ich will es nicht, das ist zu kotzen einfach. Keine Ahnung, ich glaube, das war einfach Zufall, oder? Ist jetzt nicht so, als... Ich kann ja das... Nee, da war nichts. Keine Ahnung, ich habe Glück gehabt. Ja, und dann liegt es wahrscheinlich daran, dass er ständig World of Tanks spielt und so und fühlt sich in Panzern wohl und mag das irgendwie mit einer ballistischen Flugbahn rumzufummeln, aber ich habe keine Ahnung. Ich habe Angst, ne? Könnt ihr euch erinnern, was er gesagt hat? Es kann ja mal sein, dass ihm die Hand ausrutscht. Okay, könnte letztens ein Spiel werden, wo man mal schnell sauer wird oder wo einem mal die Hand ausrutscht. Also, wenn man sensationsgeil ist, dann kann man das sehen. War aber dran, du planst, dass die Hand ausrutscht? Was soll das denn wieder heißen? So sieht das Spiel aus. Wo er mega böse wird. Und ich sitze neben ihm. Ich habe wirklich ein bisschen Angst. Und Gunnar hat dann irgendwann angefangen mit seinen coolen Rumhüpfereien, wo sogar Dennis ihn gelobt hat, so, das waren alle heile Welten, so, Gregor hat da auch ein bisschen mitgemacht, so, war dann auch bei den coolen Kids, war richtig, richtig scheiße die Runde, richtige, richtige Unsympathen sind das alles. So, auf dem vierten Platz ist Trant. Auf dem vierten Platz bekommt man 0. Ja. Kannst du demonstrativ einen leeren Ball einfach so rein? Das wird noch härter. Ey, wenn das nächste Spiel auch so scheiße wird. Auf dem zweiten Platz, auf dem dritten Platz, Gregor. Ja, immerhin. Das macht einen Punkt. Oh, Gregor ist hier. Da. Ich habe mir sagen lassen, das hat einen unglaublich physikalisch krassen Effekt. Achtung. Ja, wie das sagt cool. Jeder Schwerkraft. Auf Platz Nummer 2, Gunnar mit 2 Punkten. Und der Farbe grün. Kannst du es wirklich erkennen oder sagst du es nur, weil andere es dir sagen? Hui! Die Krone ist dicht. Geht oben, leider oder? Nicht, Gunnar. Ist die Krone zu oben? Das ergibt ja gar keinen Sinn, wenn die nicht offen ist. Okay, Gunnar. Double Flobber. Ui. Okay, 2 für Gunnar. Und meine Wenigkeit hat die Ehre, sich selber 3 zu geben. 3, 2, 3. Dankeschön. Hui! Applaus, derbe. Ja. Einer. Das war die erste Folge. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Das ist ja frech. Das war die erste Folge. Hat ehrlich mega Spaß gemacht. Gen Ende, als wir so ein bisschen reingekommen sind. Und ich sehe, Gunnar hat immer noch ein bisschen Spaß. Ja, den trinkt er nächstes Mal wieder mit. Das war's nämlich mit der
aktuellen. Die nächste wird ein anderes Spiel sein. Welches? Das weiß kein Schwein. Aber wir erfahren es dann. Ah, ah, ah. Tschüss. Tschüss. Ja.